Erzähl mal jetzt, wie war das? Du bist jetzt mit dem Fehler, bist du jetzt zum Freundlichen gefahren? Selten, dass er rückelt bei Fahren und halt das typisch, dass er diese DTC-Zeichen angeht. Aber du hast DTC gesagt, dass die Leuchte brennt. Genau, ich habe ihm gesagt, dass die Leuchte angeht. Ne? Ja. Ich habe ihn abgeholt, über 100 Euro bezahlt für das komplette Fehlersuche, Diagnose. Der hat mir das genau erzählt, die haben da komplette Diagnose durchgeführt und mit alles Pipapo, mit Durchfahrt und mit komplette Systemabfahren und so weiter und so fort natürlich. Ne? Aber du hast DTC gesagt, dass die Leuchte brennt. Genau, ich habe ihm gesagt, dass die Leuchte angeht. Ne? Da hat er mir das eigentlich so mal so eine Fehler geschildert. Ne? Das ist eigentlich mit Zündsystem ist Fehler. Das muss ich komplette Zündsprühlen wechseln, Zündeinspritzdüsen halt und dann Zündkerzen. Ne? Aber du warst nicht in einer freien Werkstatt, du warst bei einem freundlichen. Auch mit dem Meister da gegeben. Ja, natürlich, klar. Den nächsten Tag, wo habe ich den Wagen abgeholt, der war nicht da, aber ich wollte trotzdem mit ihm reden und habe den nächsten Tag wieder hingekommen und ich habe extra mit Meister oder Werkstattleiter, keine Ahnung, aber ja, der war so von Werkstatt, genau, der Annahmemeister. Ich habe den, der hat dann komplett mir diese Fehler, sagen wir so, Fehlerliste ausgedrückt, ja, haben wir das zusammen alles durchgegangen. Ne? Und er meinte dann halt die Injektoren, genau, Zündspulen, Zündkerzen. Jawohl, genau. Und mit Einbau wären wir ungefähr bei 2000 Euro. Und danach wäre der Fehler behoben. Und was hast du danach gemacht? Dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Weil ja, vor allem, das ist jetzt so Gebrauchtwagen und 2000 Euro jetzt mal halt für so einen Fehler. Und der könnte mir auch nicht genau sagen. Seine Meinung nach war das Einspritzdüsen, ne? War eigentlich die Defektfehler. Wie, du gehst jetzt dahin, du lässt den Wagen einen Tag da und dann haben die gesagt, die haben jetzt nicht zu 100% gesagt, das ist es. Nein, die haben das gefunden, der hat mir erstmal gesagt, das ist so Einspritzdüsen, diese Injektoren, weil irgendwie weil der Wagen ist schon 2007 Baujahr und die Injektoren sind da ab, so alte Baureihe. Und die haben im Prinzip so einen schwarzen Rand und die haben gesehen, dass sie mit diesen Injektoren waren damals Problem. Und die neue jetzt ab 2012, glaube ich, haben den grauen Rand. Und so im Prinzip, ich habe das so verstanden, nur nach sagen wir so, dieser Diagnose und nach diesem Fehlersuch haben wir das festgestellt. Weil ich habe das so verstanden, dass der Fehlerspeicher gar nicht mal das gezeigt hat, dass es kaputt ist. Die haben wahrscheinlich, und dann haben die gesagt, ach komm, das sieht also so alt aus, dann tauschen wir das einfach. Das wäre jetzt auf Verdacht einfach. Genau so. Und die haben dir auch gesagt, das kann sein, das muss aber nicht sein. Haben die das so gesagt? Das haben die nicht gesagt, die haben gesagt, das ist mit, weil das Wagel drückelt, das ist eigentlich, hat er damit zu tun und wir müssen das tauschen. Und zum Kerzen halt und zum Spulen sind einfach dazu. Weißt du, weil die wollen nicht nur Injektoren tauschen, die wollen direkt komplett Zündsystem, alles was hat damit zu tun, tauschen. Aber du hast am Anfang gesagt, die ASC-Leuchte brennt und währenddessen zieht der Wagen nicht. Genau. Ich habe ihm gesagt, dass ich habe das selber damals Problem, wie gesagt, nicht ganz genau gewusst. Ne? Das habe ich noch nach Wörter von meiner Frau und selbst habe ich Probefahrt gemacht und das habe ich gemerkt. Ne? Einfach bei Beschleunigen, dann fängt an zu rückeln und dann diese Lampe, DTC, leuchtet an. Ne? Ja. Das habe ich ihm auch gesagt. Er hat gesagt, ich habe Probefahrt gemacht, hier so kurze Strecke, ne? Aber da war gar nichts, der Motor läuft einfach frei. Ich habe gesagt, ja komisch, ne? Wenn ein Spritzsystem oder das Einspritzdüsen und so, da muss eigentlich, egal in welchem Zustand, muss er rückeln. Muss irgendwie Geräusche machen. Ja. Der Wagen läuft einwandfrei, der Motor. Wie kann das mit Zündsystem was sein? Ne? Das war für mich erstürzend. Deswegen. Ich habe bei Google einfach und dann irgendwann bin ich auf dein Video gestoßen. Ne? Da habe ich den angeguckt und so habe ich. Hast du das dann ausprobiert mit DTC? Genau, das habe ich das ausprobiert, das funktioniert und dann habe ich gesagt, komm, probiere, schreibe den Typ auf. Weil ich habe das geguckt, Witten ist zwar auch nicht direkt um die Ecke, aber fast 80 Kilometer habe ich gesagt, komm, Arschlecken ist jetzt vor den Feiertagen sowieso. Das war für mich eigentlich keine andere Wahl, aber ich habe gedacht, komm, probiere. Ja. Und natürlich hat mich gefreut, dass du halt so schnell mir geantwortet hast. Ne? Und das, ja, hat gut geklappt. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich aber zu einer, zu dem Freundlichen fahre und den Fehler so beschilder, dann dürfen die dir keine Fehldiagnose geben und sagen, das muss erneuert werden. Und das erschreckt mich.
Ganz ehrlich. Das ist nicht nur dich. Ich stelle mir vor, wenn ich da geblieben wäre und das hätte das einfach reparieren lassen und du dann einen Tag bezahlt und dann fahre ich auf die Werkstatt raus, fahre ich nach Hause und dann habe ich trotzdem das Fehler. Du hast jetzt auch gefahren, ne? Du musst jetzt ungefähr weiter. Ja, ich weiß schon, 6-7 Kilometer habe ich jetzt gefahren, war gar nicht, warm, ne? Eigentlich, das läuft einfach frei und wie du gesagt, hättest schon den Fehler schon gehabt vorher, ne? Ja, ich denke schon, das ist schon auf jeden krass. Fall. Das also, ist, was ich einfach mal dir einfach mal Rat geben kann, Eugen. Wenn du mal irgendwann wieder bist, ne, irgendwann da bist, wieder ausgelesen tust, geh in eine andere Werkstatt und lass das nochmal abchecken. Ich gehe zu dem Werkstatt, genau zu dem Werkstatt, ich würde den Namen jetzt nicht nennen, nie wieder. Nach das, was soll man sagen, ne? Ja, ne, vielen Dank nochmal. Bist du da? Bitte, bitte. Hat mich gefreut, alles auf jeden Fall, mir auch. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema, sehr, sehr interessanten Fall. So, es geht um diesen BMW hier, 1er BMW, knapp über 100.000 gelaufen. Der Wagen läuft einwandfrei. Aber der Kunde hatte folgendes Problem gehabt. Der Kunde ist gefahren, da ist die berühmte ASC-Lampe immer am Leuchten gewesen. In dem Augenblick, wo es geleuchtet hat, hat der Wagen nicht gezogen. Ihr kennt ja das Problem, also wer meinen Kanal gesehen hat oder kennt, weiß, dass ich 2 solche Videos hochgeladen habe. Wer es nicht gesehen hat, verlinke ich das Ganze hier. Guckt euch das an. Es sind immer diese berühmten ABS-Sensoren oder ABS-Ringe oder beides. So, bei dem Kunden ist jetzt Folgendes. Er ist zum Vertragshändler gegangen, also zu dem freundlichen Vertragshändler gefahren, hat sich den Wagen da abgeben, also hat den Wagen da abgegeben und gesagt, ja, ich habe folgendes Problem, hat das Problem beschildert, ne, hat das beschildert. Daraufhin ist der Kfz-Meister eingestiegen, Probefahrt gemacht, ausgelesen, Wagen angeschaut und hat folgendes festgestellt. Sehr interessant. Guckt euch das mal bitte an. Sehr, sehr interessant. Ich sag euch mal, was er festgestellt hat. Alle 4 Injektoren seien kaputt, alle Zündspulen sind kaputt, also alle 4 Injektoren sind kaputt. Alle Zündspulen sind kaputt, alle Zündkerzen sind kaputt. Bei einem Auto, der sehr, sehr gut fährt. Komisch. Das Ganze hätte gekostet 1.500 Euro. Und natürlich ist da keine Arbeit mit drin. Also die Arbeit wird noch dazukommen. Ja, also sprich, auch so 1.500 Euro. Das Ganze würde 3.000 Euro kosten. Und das Ganze hat gekostet 246 Euro, diese Fehlerdiagnose. Das, was die ermittelt haben. Ne? Also, die geben den Wagen ab, Fehlerdiagnose, 246 Euro. Super. Der Kunde ist daraufhin zu einer freien Werkstatt hingefahren, weil er es halt ein bisschen günstiger haben wollte. Der Kunde hat sich den Wagen angeschaut und hat gesagt, ja, der Wagen läuft sehr gut. Also, ich sehe nicht, dass die Zündspulen kaputt sind oder die Einspritzdüsen. Alles super. Der Kunde noch, ja, der Kunde war dann halt ratlos. Also, hä? Er sagt so, Vertragswerkstatt sagt so, wem soll ich jetzt vertrauen? Daraufhin hat der Kunde in Google den Fehler eingegeben und kam auf mich. Ja, hat mich auf Instagram angeschrieben, hat gesagt, Yunus, so und so, ich habe so ein Problem. Ich habe gesagt, Sie haben das und das. Er meinte, bist du sicher? Ich meine, ich bin mir sicher, Sie können gerne vorbeikommen. Ich zeige Ihnen den Fehler. Alles klar. Kunde fährt ungefähr 100 Kilometer entfernt, kommt hier hin. Keine Minute gedauert, wir haben den Wagen hochgehoben. Ich habe Ihnen die beiden Stellen gezeigt, was kaputt sind. Das beheben und der Wagen fährt wieder, habe ich gesagt. Okay, haben das Ganze auch gemacht. Haben den Wagen jetzt auch fertig. Der Wagen läuft auch einwandfrei, alles super. Es geht nur, und bei diesem Video geht es nur darum, holt euch eine zweite Meinung. Und ja, weil wir werden ja immer, weißt du, wir als freie Werkstatt werden ja immer draufgehauen. Ja, Betrüger, ja, das, ja, dies, weißt du. Aber ich meine, Vertragshändler, die gehen immer so durch. Weil das hier, ehrlich, ich weiß nicht, wie oft sowas passiert, aber das ist schon krank. Und da hatte ich mal letztens mit Shannon noch ein Thema darüber gehabt und da hat der eine schon gesagt gehabt oder haben mehrere hingeschrieben, nein, mach die doch nicht schlecht. Wie soll man die dann schlecht machen, wenn du sowas siehst? Weil das ist ja schon
Das ist Abzocke. Tut mir leid. In meinen Augen ist das Abzocke. Was sagt ihr dazu? Weil es kann nicht sein, dass... Weil ihr müsst euch ja vorstellen, ihr kauft euch ein Auto, kauft euch das neueste Auto, wollt nicht in die freie Werkstatt damit, wollt in die freundlichen damit und dann kriegt ihr so eine Diagnose. Dann sagt ihr, okay, macht das. Wenn die das sagen, haben die ja recht. Und das ist krank. Deswegen wollte ich dieses Video unbedingt raushauen, damit ihr das seht. Damit dann mal darüber redet. Ne? Und nicht immer auf die freien Werkstätten draufhaut. Ne? Weil, wer hat das Auto repariert für wenig Geld? Das war die freie Werkstatt. Und nicht die Vertragshändler mit so einer Summe. Und es war nicht ein Injektor oder alle vier Injektoren oder alle Zündspulen. Weil wenn das hier stimmen würde, dann müsst ihr ja gar nicht laufen. Oder der müsste ja, was weiß ich, wie ein Sack Nüsse laufen, ehrlich. Weil der Wagen läuft ja super. Er hat ihnen das ja erklärt. ASC-Lampe brennt, der Wagen zieht nicht. Und wie kommt man auf sowas dann? Das ist schon krass. So, der Kunde ist jetzt glücklich, er fährt jetzt glücklich nach Hause. Und ja, wir haben einen Kunden mehr und die hier einen Kunden weniger, würde ich sagen. Ne? Was ich schade finde. So, in dem Sinne, lasst euch nicht verarschen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und ja, bis dann, würde ich sagen. Ne? Euer Kfz-Fuzzi, haut rein, bis dann.